Guten Morgen, Leute! Naja, morgen. Es ist 15.30 Uhr, aber für mich fühlt es sich gerade irgendwie an wie morgen. Leute, kennt ihr das? Ich krieg den kompletten Tag einfach nichts zustande. Ich denke immer so, oh, da bin ich mal ein bisschen alleine zu Hause. Kann ich alles erledigen, was ich erledigen will. Aber ich neige irgendwie immer dazu. Ich habe so die Tendenz zum Chillen, würde ich mal sagen. Ich habe mein Paket ausgepackt, denn ich möchte ein China-Online-Shop-Video drehen. Ich habe es immerhin geschafft, die Wäsche aufzuhängen. Und mir fällt gerade auf, ich habe keine Hose an. Ich sollte in so einem Zustand nicht vloggen. Und deswegen würde ich mal sagen, zieh ich mir jetzt erstmal was Gescheites an, gell, du? Und dann muss ich mir was zu essen kaufen, weil so, wie das hier aussieht, sieht leider nicht der Kühlschrank aus. Nehmt euch heute einfach mal ein bisschen mit. Ich will meinen Kleiderschrank ausmisten, was ich eh nicht schaffe heute, denke ich mal. Selbst eine Hose zu finden, wird die schwerste Mission meines Lebens werden. Gönnt euch mal diesen Anblick. Ich dachte gerade so, ah, meine schwarze Jeans. Es ist eine Short. Hauptsache ein Dödel. Wisst ihr, wo sind meine scheiß Hosen alle? Tada, die Hose ist an. Übrigens, Leute, ich liebe die, was mache ich hier? Die Primark-Hosen. Die Hosen von Primark sind sehr, sehr günstig, aber sitzen perfekt. Also ich finde die richtig geil, außer die weißen, die sind scheiße. Also ich hatte noch nie eine geile, muss ich sagen. Ich lasse es jetzt auch mal. Das war ein Experiment, aber ich lasse es. That's my pants, that's me and I. Drück mir gerade vor Aufräuming. Ich glaube, ich gehe erstmal einkaufen. Marcel hat leider das Auto mitgenommen. Der ist übrigens in Hameln bei seinen Eltern, weil er da einen Freund überrascht. Hat das Auto. Also muss ich mit dem Bike fahren. Das hier ist übrigens gerade das Parfum, was ich benutze. Falls es irgendwie interessiert, I love it very much. Which one's here in? Das wird jetzt mein Outfit, Leute. Oh, Leute, Fahrradfahren ist immer so anstrengend. Früher hieß ich... Oh Gott, Leute. Also ich bin mir sicher, dass das von... über uns kam eigentlich. Aber ich habe gerade einen Knacken gehört. Mann, Leute, ich hasse das alleine zu Hause zu sein. Ich habe da immer so krass Paranoia. Ich habe gerade so einen Knacken gehört aus dem Zimmer von Marcel. Oh, Leute, jetzt komme ich mir so dumm vor. Weil es ist doch klar, dass da keiner ist, aber ich hatte gerade so scheiß Angst. Boah, das hat mich gerade irgendwie richtig... Kennt ihr das? Oder bin ich die Einzige, die so bekloppt ist? So, Leute, ihr seht... Immerhin habe ich fast alles am Müll in diesen Müllbeutel entsorgt. Leute, aber ihr wisst nicht, was mir gerade passiert ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und des Öfteren kommt auf unsere Terrasse eine Katze. Ich bin schon so paranoid. Ihr habt das ja gerade gemerkt, ne? Warte, ich stelle euch mal kurz hier hin. Ich brate nämlich mir hier gerade zwei Frühlingsrollen. Leute, die sind so groß wie meine Hand, Alter. Ich dachte, die wären Mini. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich habe eigentlich noch Reis dazu gemacht, aber ich werde das jetzt gar nicht schaffen. Aber egal. Ich wünschte, ich hätte die Kamera angehabt, aber ich bin ja leider noch kein Profi-Vlogger, ne? Sitze ich ganz gechillt auf dem Sofa dort hinten und spiele Animal Crossing. Ich habe das ja neu. Springt auf einmal mit voller Wucht eine Katze auf unser Sofa. Und die war riesengroß. Und Leute, ich bin also mein Herz ist fast in die Hose gefallen. Ich habe so geschrien, aber so richtig... Ich bin so eine, wenn ich mich erschrecke, dann schreie ich und ich habe geschrien, Leute. Die Katze ist so schnell wie ein Blitz wieder aus der Balkontür rausgerannt. Ich meine, sie kann nichts dafür. Sie weiß wahrscheinlich nicht, was ich gehört. Aber ich hasse Katzen. Ich hatte gerade so Angst. Ich musste übrigens kochen lernen. Also es geht so nicht weiter. Ich hole mir immer nur so Sachen, die so schon fertig sind und nicht in der Pfanne machen kann. Oder ja. Mama, es tut mir unfassbar leid, dass ich dir nie zugehört habe, wenn du vor mir gekocht hast. Meine Mutter war halt so eine, immer wenn ich so genervt aus der Schule kam oder so, weil ich habe meine Schule so gehasst, da hat sie so gesagt, ah, willst du beim Kochen zugucken? Und ich wollte mich eigentlich nur im Bett vergraben. Und dann habe ich es halt nie gemacht. Aber ich wünschte, ich hätte, weil ich kann nur Spaghetti. Und da kann ich nicht mal die Soße machen. Ich kann halt Eier anbraten, wow. So Spiegelei und so, aber ich kann gutes Spiegelei. Kakao. Ich kann Sachen in den Ofen schieben. Kann halt gar nichts. Ich weiß nicht mehr, wie man Kartoffeln kocht. Das regt mich so mega auf. Ich liebe Pellkartoffeln mit Quark und... I don't know how to cook this shit. Mama! Nee, auf jeden Fall steht das auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich möchte später eine Mutter werden, die gut kochen kann und sehr gesund kochen kann für das Kind, weil das ist mir eigentlich persönlich sehr wichtig. Ich muss echt sagen, ich habe das immer voll nicht gewertschätzt, dass meine Mutter so viel gekocht hat. Also sie hat am Ende nicht viel gekocht, Mutter, du weißt. aber so als ich ein Kind war, hat sie immer eigentlich jeden Tag was anderes gekocht und so. Und immer fresh.
Hat sie schon Jodrop gehabt, du? Ich liebe Eintopf so krass, ne? Aber ich könnte es nicht übers Herz bringen, da dieses Huhn reinzurupfen. Deswegen werde ich das auch niemals kochen. Und wir haben hier gar keinen Platz für noch weitere Kochtöpfe. Das ist auch noch so ein Ding. Einfach mal auf den Platz schieben. Okay, was laber ich hier für eine Scheiße? Ich hoffe, ihr mögt Vlogs. Das ist auch die schönste Perspektive der Welt, ne? Aber mir ist es gerade zu anstrengend, so zu halten. Leute, werdet ihr immer fertig, oder was ist das? Okay, ich räume gleich wirklich auf, Leute. Ich verspreche es euch. Das ist so klein für mich und mein Ego. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal mit Marcel. Dankeschön. Okay Leute, ich habe mich gerade dazu entschlossen, den Vlog von gestern doch zu benutzen. Boah, ich sehe gerade irgendwie in der Kamera echt nicht so geil aus. Egal. Marcel ist heute wieder da übrigens. Ich habe gestern irgendwann nicht mehr gevloggt, weil ich eingeschlafen bin und keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit mir los war. Wir gehen heute zu Ikea. Denn wir wollen eine neue Kommode holen. Ich muss mir gleich einen Dutt machen, das geht so nicht. Und zwar wollen wir diese Kommode hier dahin machen. Da, ich kann diesen Raum nicht mehr vloggen, wenn hier alles so liegt. So, ich kann das nicht. Echt nicht? Ich stehe dazu. Willst du mir damit was sagen? Nee, aber ich hatte immer Angst, dass hier irgendwas liegt, was man nicht sehen darf oder so. Keine Ahnung. Meine Abonnenten dürfen alles sehen. Hier wollen wir, damit hier der Fernseher draufstehen kann, denn dort ist ja unser Bett und wir müssen immer so schräg gucken und Marcel regt das halt voll auf. Naja, auf jeden Fall meckern auf hohem Niveau, aber wir versuchen es jetzt. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wahrscheinlich mein Schminkdingens weg muss und das regt mich mega auf, aber wir finden schon eine Lösung. Wir haben jetzt unsere Kommode gefunden. Tada, ich glaube, die hat so ziemlich jeder, aber die passt einfach perfekt. Das ist die Superkommode schlechthin, Leute. So, jetzt habe ich mir die Kamera mal kurz genommen. Ja, also das Ding ist, ich glaube, das wird heute ein richtig guter Tag für unser Schlafzimmer, weil es hat uns immer ein bisschen aufgeregt, wie es sich jetzt entwickelt hat. Also ein kleines Upgrade schadet natürlich nicht, richtig? Genau. Ich bin jetzt nur noch auf der Suche nach einer Glasplatte, weil mein Schminktisch muss ausziehen und dann muss ich mich da dran schminken. Und wir brauchen sowas wie hier auch auf dieser großen. Ich hoffe, dass das gibt. Warte, lass mich. Wie heißt denn das hier? Glasplatte Hemmnis. Ja, die heißt ja schon Hemmnis und das ist 1,8 und wir brauchen 1,60. Ja, hier ist, es gibt hier einen 1,60. Ja, genau, die brauchen wir. Oder muss ich das mal abfotografieren? Wir haben es. Okay. Oh Gott, Leute, ey, das wird jetzt ein Ding. Ich packe mal meine ganzen Sachen hier oben hin. Ist das unser Ding? Nein. Du weißt es doch gar nicht. Achso. Bitte helf mir. Bitte helf mir. Okay, aber jetzt geht's eigentlich. Leichter. Hä? So wie leichter. Das ist das Schönste. Leute, jetzt warten wir gerade auf unser Möbeltaxi. Wir haben uns ein Möbeltaxi geholt. Eigentlich warten wir gar nicht, weil wir was zu tun haben. Ach ja, stimmt. Ja, wir müssen jetzt die Kommode aufräumen. Leute, ich hatte hier so richtig viele kleine, ihr seht schon hier, Lidschatten von NYX und ich habe die irgendwie nie benutzt. Und ich habe gerade den hier mal geswatcht, ey. Der ist ja heftig. Ich kann das jetzt voll schwer zeigen, aber der glitzert so. Warte. Schaut mal, der glitzert so und wenn man reingeht, oh, ich will euch das zeigen, aber es geht irgendwie nicht. Auf jeden Fall gibt der so krass viel Farbe ab. Ja, okay, wird halt nicht scharf, aber ihr wisst, was ich meine. Dead Lifestyle, Müllsack auf dem Bett, leider. Leute, das sind alles die Schrauben, die man braucht. Ich kann es nicht fassen. Es wird so anstrengend, aber wir schaffen das. Hier steht unser Spiegel, unser neuer. Und die Glasplatte. Motivation? No. Leute, ich glaube, man kriegt jetzt gleich einen Nervenzusammenbruch. Guckt euch mal bitte an, wie viele Teile das sind. Zack, 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 zack. Zeig den Müllraum. Dann ist das hier allein der Müll. Nicht rein. Wow. Hier sind noch Teile. Das sieht schon cool aus hier. Besser als vorher. So, und jetzt müssen wir, oh Gott, es wird 5 Stunden dauern. Gucken wir, wie lange es dauert. Wie spät haben wir es jetzt? 17.49 Uhr. Das wird lustig. Ihr seht mich gerade echt in der Blüte meines Lebens. So sieht es jetzt aus. Also hier, Gönnung. Den Spiegel bringen wir morgen an, weil es jetzt schon zu spät ist. Es ist jetzt irgendwie... Wie spät ist es jetzt? Null. Ich zeige euch gleich das Endergebnis. Wir mussten jetzt meinen Schminktisch hier hinstellen, aber ich finde, das geht eigentlich auch klar. Es ist jetzt ein bisschen weird, aber ich will das nicht wegschmeißen. Ohne den Spiegel, da packen wir dann noch Zeug rein und können hier unser Wäschekorb drunter. Und die Lichter werde ich noch abmachen und an meinen neuen Spiegel kleben. Jetzt hätte ich jetzt Essen gemacht und ich habe mir auch Essen gemacht und einen schönen leckeren Kakao. So Leute, das hier ist jetzt das Endergebnis. Also wir müssen jetzt hier noch ein bisschen putzen. Wir haben jetzt hier den Spiegel angebracht. Wir haben ihn leider ein bisschen zu hoch gemacht. Also wenn ich jetzt hier sitze, kann ich mich so sehen ungefähr. Aber ich habe ja noch den und ich habe mir irgendwie so ein Licht bestellt, was ich hier so mit einem Saugnopf dran machen kann. Damit ihr wisst Bescheid, damit ich noch heller werde, weil das reicht mir irgendwie nicht so ganz vom Licht.
Hier habe ich meine Nagellacke drin. Hier in den beiden Schubladen habe ich jetzt meine Schminke drin. Ne? Und den Rest werde ich mit Klamotten füllen. Also das wird jetzt so mein Kleiderschrankersatz, weil dieser Schrank ist eindeutig zu voll. Hello! Yes. Wir drehen wahrscheinlich eine Roomtour auf Marcells Kanal. Also falls ihr Bock habt auf diese Roomtour, gebt diesem Video mal bitte einen Daumen nach oben. Dann sage ich das dem Marcel. Und ich würde sagen, ich verlinke euch jetzt mein letztes Video hier und genau. Schaut da vorbei, abonniert meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr von Marcel eine Roomtour sehen wollt. Tschüss!